So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, noch ein bisschen verwirrt hier im neuen Jahr. Hab hier gerade schon die Aufnahme jetzt das zweite Mal versemmelt. Wir sind hier mitten im Game. Wir gucken, ob wir das gewinnen. Wird sehr knapp, aber wir haben gewonnen. Sehr gut. Und ja, ich wünsche euch erstmal ein gesundes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Alle Finger noch dran. Nicht zu viel Alkohol getrunken. Und allgemein, eure Gesundheit ist gut, damit ihr wieder weiter meine Videos verfolgen könnt. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, Rush Royale zocken wir heute ein bisschen wieder. Es gibt ein kleines Geschenk, das haben wir schon abgeholt. Hatte ich gerade in einer der anderen beiden Aufnahmen. Kann ich ja gleich nochmal erzählen. Und wir haben ein neues Event. Haben hier auch direkt den ersten Sieg geholt. Ich habe hier dieses Boreas-Deck gespielt mit Schamanen, um hier vielleicht ein paar schnelle Siege zu erspielen. Der Gegner hat das Inquisitor-Deck gespielt, war auch nicht so erfahren. Er hätte zwischenzeitlich schon wieder sich seinen Boost holen können, hat es aber lange nicht getan. Und ja. Am Ende hat es dann gereicht für uns, 3 zu 0 zu gewinnen. Und das passt sehr gut für das neue Event, was gerade läuft. Wir hatten ja vor kurzem ein Gold-Event, wo ihr für Siege mit 3 übrig gebliebenen Herzen im Bestfall sehr viel Gold bekommen habt für jeden Sieg. Und diesmal haben wir das gleiche mit zusätzlichen Trophäen. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, noch, ich glaube, einen Tag, 12 Stunden euch zusätzliche Trophäen zu verdienen. Wir haben jetzt für den Sieg 20 bekommen und Leben, weil wir 3 Leben übrig gehabt haben, 30 zusätzliche Trophäen. Das heißt, wir haben jetzt mit diesem einen Sieg hier tatsächlich 50 Trophäen bekommen. Echt nice. Kann man sich auf jeden Fall mal kurzzeitig da hochpushen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da bis morgen die Games hier zu spielen. Das lohnt sich schon. Und ja, die Chance würde ich nicht verstreichen lassen. Ansonsten hatten wir ein Geschenk im Shop. Könnt ihr euch abholen, habe ich schon gelöscht. 2500 Gold und 150 Diamanten gab es tatsächlich. Auf jeden Fall sehr interessant, gerade für den Free-to-Play-Account. Da wollten wir ja sparen auf die 999er Kiste im Shop. Und nicht schlecht. So, übrigens gab es nochmal eine Frage letztens unter dem YouTube-Video, was man mit den Tokens machen kann, die wir hier kriegen. Mit den mit den epischen Token, seltenen Token. Hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Video angesprochen. Einfach heute nochmal. Ihr könnt dann hier zum Beispiel, wenn ihr euch Helden besorgen wollt, in die Kiste hier reingehen und jetzt steht ja hier oben, dass ihr 0 bis 22 von den epischen bekommen könntet. Das könnte ja eine der beiden hier sein. Und um die Chance auf 100% zu setzen, wenn ihr zum Beispiel Trixie braucht, die ist gerade hier der Held der Woche, müsst ihr einen dieser epischen Token verwenden. Ihr klickt dann hier auf Verwenden und dann ist hier oben Save Trixie drin. Dafür sind die Token da. Ich dachte auch am Anfang, man kann jetzt hier einen Token gegen eine Trixie oder so tauschen. Nein. Mit dem Token aktiviert ihr hier oben, dass hier Safe Trixie drin ist, müsst dann aber für 800 die Kiste kaufen. Also Vorsicht, nicht so wie ich aus Versehen raufklicken. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Wir haben eine neue Heldentaverne. Sind wir wieder ganz unten hier am Start. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Außerdem gab es noch Siegesrausch-Belohnung hier, Ranglistenbelohnung. Da haben wir hier den Avatar bekommen. Den habe ich jetzt auch erstmal eingesetzt. Oh, wir haben neue Fraktionskerne. Nice. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Perfekt fürs Video hier die Legendary Chest. Mal schauen, was wir bekommen. Meteor. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Und hier bekommen wir wahrscheinlich Magic Dust. Nur wie viel ist die Frage? 120 ist okay, würde ich sagen. Und nochmal ein bisschen Gold. Und die Eismagier, die sind wichtig. Die wollen wir auch demnächst auf das nächste Level bringen. Ja, damit auch wieder hier zwei Sachen fertig. Perfekt. Und ich würde sagen, wir springen nochmal in ein Game und gucken, ob wir unsere Trophäen hier nochmal ein bisschen pushen können. Ja, wird kurzes, knappes Video. Wie gesagt, wir haben Geschenk im Shop. Neues Event würde ich noch zocken, wenn ihr Zeit habt. Und ja, dann werden wir sehen, was das neue Jahr uns bringt. Ob das Game weiter immer mehr Pay to Win wird oder ob sie sich da vielleicht wieder ein bisschen ändern. Gegner spielt hier auf jeden Fall ein Ivy-Deck. Mal gucken. Ivy ist natürlich immer sehr, sehr gut. Theoretisch kann er mit einer Ivy hier uns ganz gut auskontern, auf jeden Fall in den ersten Wellen. Denn Ivy cleant ja gefühlt die erste Welle alleine. Deswegen, oh ja, sehr gut. Perfekt. Deswegen am liebsten die Ivy treffen, wollte ich gerade sagen. Oh, was macht er denn? Jetzt gibt er uns hier die Chance, direkt zu gewinnen, wenn wir jetzt seine Ivy zweimal getroffen hätten.
Komm, 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 komm. Ah. Jetzt Ivy weg, bitte. Ein Kristallmagier hat er noch. Okay, er hat schon wieder ein bisschen Mana gesammelt. Glück gehabt. Da hat er sich fast ein bisschen verzockt. Schade. Jetzt hat er wieder eine 3er Ivy. Ich denke, das war es jetzt erstmal. Da brauchen wir auf keinen Early-Sieg mehr hoffen. Aber wir setzen ihn weiter ein bisschen unter Druck. Nehmen ihn sein Kristallmagier und bekommen 4er Boreas. Das sieht erstmal stabil aus. Dann machen wir mal schnell zwei Power-Ups. Ja, ansonsten natürlich Roboter-Deck nach wie vor sehr, sehr stark. Und dann gibt es ja auch schon am Montag wieder eine neue Fraktion, auf die ich gespannt bin. Im Moment ist ja eigentlich Inquisitor mit Schreddermeister und so sehr, sehr gut. Aber gerade durch die jetzige Fraktion haut man sich da selber mal die Schreddermeister hoch von alleine, ohne dass man es will. Was dem Deck nicht sehr förderlich ist, muss ich sagen. Oh, okay. Jetzt hat er keine Ivy mehr übrig. Jetzt hat er aber wieder welche bekommen. Schade. So, wir klauen ihm wieder ein bisschen Mana. Er spielt auf jeden Fall an für sich ein sehr gutes Deck. Könnte er eventuell auch gewinnen. Müssen wir mal schauen, was wir da rauskriegen. Wir machen jetzt mal schnell die Mana-Power-Ups hier fertig. Für den maximalen Boreas-Schaden. Die beiden hier sind sehr unlucky gewesen, die beiden Vierer. Das ist nicht so nice. Auch gut wäre es natürlich, wenn wir seinen Fluch treffen würden. Am besten den, der an der Ivy dran steht. So, jetzt müssen wir hier 2-2er mergen. Wir haben nichts anderes mehr. Ach, ich hab's riskiert, hier einen Schaman oder einen Dämonologen zu bekommen. Und was kriegen wir? Einen 4er Beschwörer. Ja, perfekt. Für ihn. Hexenmeister kommt. Mal schauen. Oh nein, oh nein, oh nein. 3er Boreas weg. Das ist nicht so nice. Ah, wir können ihn auch leider nicht ärgern jetzt hier mit einem weiteren Dämonologen oder so. Er verliert einen Bomber, hat aber noch einen. Was vollkommen ausreicht auf jeden Fall für sein Deck. Jetzt kommen wir hier langsam in die kritische Phase auf jeden Fall. Könnte sein, dass wir das Game verlieren. Puppenspieler ist der nächste Boss. Ah, sein Bomber getroffen. Gesundheit. Obwohl er jetzt schon Probleme bekommt und er hat keinen hohen Kristallmagier, der ihm gleich den Boss retten könnte. Wir müssen die Welle hier irgendwie überstehen. Das wär's. Na, wir schicken den hier rüber. Gesundheit. Oh, jetzt ein Dämonologen. Irgendwie die Welle hier noch überstehen. Oh, jetzt habe ich falsch gemerged. Gesundheit.
Ja, er slowt halt alles gut, ne? Das heißt, im schlimmsten Fall verliert er ein Leben, außer wir bekommen noch hier irgendwie einen Dämonologen jetzt schnell zusammen. Jetzt ein Zweier-Dämonologen. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ich hätte ihn gerne gefinisht mit einem Dämonologen. Aber das wird nichts. Mal gucken, wenn wir ihn besiegen, wäre schon ganz gut. Aber er klaut uns auf jeden Fall einige Mana-Power-Level hier. So, wir haben ihn besiegt. Können wir hier irgendwas merchen, um noch auf den Dämonologen zu kommen? Leider nicht. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Schade. Obwohl er ihn vielleicht sogar besiegt. Sein Slow ist schon enorm auf jeden Fall. Da können wir ihm auf jeden Fall mal ein gutes Spiel rüberschicken. Nicht schlecht auf jeden Fall. Okay. Wird, denke ich, auf jeden Fall jetzt die letzte Welle hier werden. Noch eine werden wir, glaube ich, nicht überstehen. Das ist die Frage. Wir haben halt absolut keinen Slow und er hat halt Doppel-Slow. Von daher wird er das Ding jetzt gewinnen. GG auf jeden Fall, hat er gut gespielt. Gutes Deck auf jeden Fall auch dafür. Da freut er sich. Sehr gut. Damit bekommt er auf jeden Fall sehr gute Trophäen. Wir bekommen leider keine. Aber wie gesagt, ihr habt ja vorhin das Prinzip gesehen und ihr könnt euch insgesamt 300 zusätzliche Trophäen sichern. Ja, würde ich auf jeden Fall mitnehmen an eurer Stelle, werde ich auch noch probieren. Und das soll es jetzt eigentlich auch schon gewesen sein. Wir haben vorhin noch ein Meteor gezogen aus der Ladder hier, nicht aus der, aus dem Premium Pass und ein paar Fraktionskerne. Mal gucken, wann da weitere Einheiten kommen werden, die Fraktionskerne benötigen. Wie gesagt, holt euch euer Geschenk ab und dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Jahr 2022 und lasst gerne einen Supporter hier, einen kostenlosen in Form eines Abos oder eines Likes, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin und haut rein und ciao, ciao. You're a superhero.